An diesem Sonntag waren die Menschen in Bieberbach schon früh auf den Beinen. Sie kamen aus allen Orten der Pfarreiengemeinschaft zusammen, um gemeinsam ihr Wallfahrtsfest zum Herrgöttle von Bieberbach zu feiern und um bei der Amtseinführung ihres neuen Pfarrers Ulrich Lindl dabei zu sein. Die Kirche bot fast zu wenig Platz an diesem Tag für die vielen Gemeindemitglieder, Fahnenabordnungen der Vereine und Gläubigen aus der ganzen Region. Die Festpredigt hielt Weihbischof Anton Losinger, der aus den Tagebuchaufzeichnungen des Irseer Pfarrers Josef Wille zitierte. Damit in schwierigen Zeiten das Richtige getan werden kann, braucht es nicht nur Wissen und Erkenntnis, sondern Mut und Entschlossenheit. Man macht manches Mal die Entdeckung, dass man denkt, das Leben in der Kirche unserer Tage sei unkompliziert. Das ist nur für Menschen so, denen die Kirche gleichgültig ist. Wir erleben hier bei überzeugten Christen, dass uns gesellschaftlich der Gegenwind ganz schön ins Gesicht bläst. Und deswegen braucht man heute als tüchtiger Pfarrer auch in einem Engagement in der Kirche nicht nur Erkenntnis, Bücher, Wissen, man braucht Mut und Entschlossenheit. Nach der Predigt führte Weihbischof Losinger Pfarrer Ulrich Lindl offiziell in sein neues Amt ein. Ich bitte dich, deine Bereitschaft heute vor dieser Gemeinde, als deren Pfarrer du bestellt bist, erneut zu bekunden. Deshalb frage ich dich, bist du bereit, das Priesteramt als zuverlässiger Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Ich bin bereit. Weihbischof Losinger und Pfarrer Lindl kennen sich seit vielen Jahren, haben schon zusammen Theologie studiert. Der gebürtige Tutzinger Lindl war bisher Pfarrer in Herrsching und in Weilheim, ist einer der Hauptabteilungsleiter im Bistum und ist, und das ist sicher ungewöhnlich, promovierter Mediziner. Seele, Leib, Leib, Seele gehören zusammen. Das hat man ja auch in der Medizin seit geraumer Zeit auch jetzt begriffen, dass wir auf den Leib des Menschen achten, dabei aber die Seele mit in den Blick nehmen müssen, weil die Seele sich oft eben im Leib auch ausdrückt. Und so manche Krankheiten, die den Leib betreffen, sind eigentlich in ihrer Ursache seelisch bedingt. Und für mich ist es einfach schön, dass man den Menschen ganz in den Blick nehmen darf. Seelsorge ist eben auch Sorge für den Leib des Menschen und deswegen denke ich, dass beides einfach gut zusammenpasst. Jesus hat ja auch den Menschen nicht geteilt in Leib und Seele, sondern Jesus ging es immer um den ganzen Menschen. Darum geht es Gott ja auch. Gott hat uns ja ganz geschaffen und er liebt uns auch ganz und will auch, dass es uns ganz gut geht an Leib und Seele. Viele Kinder waren ebenfalls gekommen, um ihren neuen Pfarrer zu begrüßen. Alle hatten sich etwas einfallen lassen, damit es von Anfang an ein gutes Miteinander gibt. Pfarrer Lindl freute sich über das lebendige Treiben in der Pfarreiengemeinschaft. Damit er seine Arbeit für das Bistum und seine Arbeit als Seelsorger der Pfarrei unter einen Hut bringen kann, steht ihm in Bieberbach ein Team zur Seite. Mit ihm wurden an diesem Tag Jugendpfarrer Konrad Bestle und Generaloberin Schwester Agnes Simic begrüßt. Die gebürtige Bosnierin und studierte Theologin Agnes Simic ist seit November 2013 Generaloberin der Dienerinnen Christi in Königsbrunn, lebte vorher 8 Jahre in Kroatien. Ich habe mich vorgenommen, also mit den Menschen zusammen wirken, also etwas für Gott zu tun, einfach mit den Menschen zu leben. Ich als Generaloberin im Haus, im Büro nur sitzen, das war mir ein bisschen zu langweilig. Ich wollte einfach zu den Menschen gehen. Auch Papst Franziskus sagte auch, wir sollen rausgehen zu den Menschen. Konrad Bestle kennt Pfarrer Lindl schon aus der Weilheimer Zeit. Dort war er 2 Jahre als Praktikant tätig. Ich habe mich heute ganz besonders gefreut, dass so viele Jugendliche und Ministranten mit beim Gottesdienst mit dabei waren. Ich war ja selber lang Ministrant und zum Glück ist meine Jugendzeit auch noch nicht so lange her und habe das damals immer als sehr gewinnbringend erfahren. Auch in Bieberbach kennt er sich bereits bestens aus. Das hat aber zunächst rein sportliche Gründe. Nach Bieberbach hat mich schon mal mein Weg geführt, vor vielen Jahren. Aber der erste Weg ging nicht in die Kirche, sondern auf den Fußballplatz. Ich war Fußballschiedsrichter in meiner Jugendzeit und war damals, als der SC Bieberbach noch in der Bezirksliga war, als Schiedsrichter hier eingeteilt. Und inzwischen habe ich aber auch die Kirche kennengelernt und denke, meine ersten Wege werden jetzt in die Kirche gehen und dann auf den Fußballplatz. Zünftig ließen die Bieberbacher und ihre Gäste das Wallfahrtsfest ausklingen, denn selbst der schönste Gottesdienst macht irgendwann hungrig und durstig. Ein insgesamt gelungener Einstand für das neue Team im Pfarrhaus.